Oh mein Gott, er hat geantwortet. Du gibst mir deine Accountdaten. Er hat die Freundschaft mit mir aufgelöst? Was? Er ist gestorben. Oh mein Gott, Freunde, ich bin mit ihm in der Runde. Kannst du bitte den Prank auflösen? In diesem Video kaufen wir eine 100er KD in Skywars. Das Ganze machen wir auf Fiverr, eine Plattform, auf der man verschiedene Dienstleistungen kaufen kann. Dass hinter dem Verkäufer wichtiger steckte, das wusste weder er noch ich. Und ob er die 100er KD geschafft hat oder nicht, das in diesem Video. Und glaubt mir, Freunde, es war viel zu lustig. Und damit würde ich sagen, legen wir direkt los und wir sehen uns auf Fiverr. Ja, Freunde, wir sind hier auf Fiverr. Da ist schon mein Name, SW-Zerstörer 2011. Ich habe hier nämlich schon was gefunden und zwar, ey, Will, 100er KD in Skywars. Lul. Auf jeden Fall gibt es hier das Basispaket, 25er KD in Skywars, Standard, 50er KD in Skywars und Premium, 100er KD in Skywars. 17,69 €. Das Ganze nur in 5 Tagen Lieferzeit anscheinend. Warum ist hier nur eine 81er KD abgebildet? Gameplay-Erfahrung-Sensei. Alles klar. Setgod SW. Sieht vertrauenswürdig aus. Gehen wir mal auf weiter. Shoutouts an Bisep, der hat das Ganze nämlich mit einer 150er KD versucht und bei ihm hat es auch nicht geklappt. Deswegen schauen wir mal, ob das bei uns klappt. Bestätigen und zahlen. Kurzer Disclaimer, Freunde, passt mal auf, dass ihr euch nicht verarschen lasst im Internet. Da kann jeder euch verarschen und jeder euch scammen und irgendwie Geld aus der Tasche ziehen. Deswegen immer schön Shops benutzen, wie Fiverr eben. Haha. Auf jeden Fall, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn der Verkäufer sich gemeldet hat. Das Ganze werden wir auf dem Revi-Dealer-Account machen. Der hieß früher Dealer, ihr wisst es noch, vom Dealer-Trolling. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, Freunde. Dann seht ihr, ob das zu einer 100 wird. Wir den nächsten Tag, Freunde, und es ist immer noch keine Antwort da. Aha. Was? Der wird uns sicher nicht scammen, Freunde. Nein. Dann warten wir eben bis morgen, Freunde. Wir müssen ihm ja auch noch die Accountdaten geben. Oh mein Gott, er hat geantwortet. Du gibst mir deine Accountdaten und ich erspiele dir eine 100er KD daily oder auch mit Stats Reset. Wobei ich dir dann die Stats Reset Tokens kaufe. Oha, was? Du wirst dir bestimmt Sorgen über Scams Abzocke machen, aber da wir das hier über Fiverr machen, könnte ich dafür angeklagt werden, wenn ich zum Beispiel deinen Account klaue oder sowas in der Art. Hey ho. Lass in X1 machen. Ich will meine Freunde beeindrucken. Bin zu schlecht. Wir ändern noch schnell das Passwort. 100er KD, bitte. Ausrufezeichen. Okay, nice, dann würde ich heute direkt loslegen. Wäre das okay? Wir haben uns jetzt selber geedit als Freund, damit wir uns auch zuschauen können. Und er legt jetzt schon direkt los, deswegen würde ich sagen, joinen wir jetzt einfach unserem Account hinterher und schauen, was er macht. Er ist online, oh mein Gott. Und er ist in der Skywars-Runde. Ey, ich bin so gespannt. Er hat die Freundschaft mit mir aufgelöst? Was? Hä? Scheiße, wir können ihm nicht mehr zuschauen. Er hat Nachjump-Maus gemacht. Nein. Oha, er hat seinen ersten Kill. 2 Kills. Das ist der bisherige Stand. Screenshot. Was? Sehr nice. Okay, Freunde, die Stats haben aktualisiert. Er ist gestorben. Stats sind wieder resettet. Freunde, ich spiele hier während ich warte, bis er endlich mal was macht. Skywars und er ist bei einer 6er KD und hat ein Game gewonnen. Das heißt, er hat 6 Kills in einer Runde gemacht. Das ist ziemlich gut eigentlich, aber wir warten jetzt schon seit über 1,5 Stunden, dass er irgendwas schafft. Yo, jetzt hat er eine 39er KD. Eben hatte er noch eine 33er und das wieder innerhalb von einem Game. Oh mein Gott, Freunde, ich bin mit ihm in der Runde. Ich bin mit Revi-Dealer in der Runde. Ich bin mit Revi-Dealer in der Runde. Okay, okay, okay. Ich glaube, er merkt sich, dass ich hier bin. Wo ist er? Neben uns. Er ist neben uns. Oh mein Gott. Stats. Revi-Dealer. 48er KD. Holy shit. Okay, Freunde, wir spielen jetzt gegen unseren eigenen Account. Crazy, crazy. Ich wollte eigentlich erst von der 100er KD draufgehen, aber ich töte ihn jetzt. Let's go. Komm, bitte. Ich sehe gerade im Replay, das ist einfach Predi. Ja, ich schlussfolgere jetzt einfach mal, dass es auch ein bekannterer Spieler ist, der dann meinen Account gerade benutzt. Crazy bedeutet es wahrscheinlich nicht irgendein Random und der wird auch nicht hacken oder boosten oder sowas. Aber meld dich bei mir, hä? Leute, er ist jetzt bei einer 97er KD. Ich hoffe einfach, dass er diese Runde nicht mit 100er KD abschließt, denn ich möchte ihn ja noch hinterher joinen. Oh mein Gott, 99. So, wo ist er jetzt? Er hat eine 100er. Er hat nach 16 Runden eine 100er KD. Crazy, crazy, crazy. Ich bin jetzt in seiner Runde und ich stehe vor ihm. Da steht er. Hier steht er. 100. Oh mein. Warum wichtig TS? Was? Okay, ich bin jetzt auf dem TS. Hallo? Ja, was ist das, Bro? Ich bin hier eigentlich nur reingekommen, weil ich mit dir zocken wollte. Warum heißt du anders? Sag mir bitte, das ist ein Prank. Was denn? Hä? Hä, warum hast du eine andere Stimme? Hä? Kannst du bitte den Prank auflösen? Was für ein Prank denn? Du hast eine andere Stimme, hä? Du bist auf dem Account von Tian. Ja? Was? Was? Kennen wir uns? Nein. Kannst du den kurz auf TS holen? Wen? Wen auf TS holen? Kian. Ganz kurz, nee, scheiß drauf. Ich habe für ein Video, habe ich eine 100er KD kaufen wollen, ne? Ich bin das! Ich bin das! Ja! Ich bin ja. Das! Disconnected. Channel Swiss Sound. Was? Nein! Junge! Das ist jetzt nicht dein Ich Ernst, kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich das kann ist nicht mehr. Nicht ich dein kann Ernst. Nicht mehr, ich will nicht mehr, ich. Nein! Wolltest du ein Video machen und einen Typen verarschen oder das was? Das ist das Video, ja!
Was? Ich ja, habe auch ein Video gemacht. Ich höre gerade auf. Du bist drin. Same bei mir. Du hast mich was getötet. Ich habe Predi rangeholt. Du hast mich gehuntet. Und ich habe permanent mit Predi darüber geredet, dass wir aufpassen sollen, dass Feuerstein nicht drin ist. Mir war von Anfang an klar, dass du das bist. Aber ja, ich hab's halt geschafft. Yo! Bis vor 3 Minuten, als ich gerade noch im Channel war und Zergott hieß, habe ich echt gedacht, was ist, wenn du jetzt wirklich einfach der Freund von ihm bist, sind auf deine Name-MC-Seite gegangen, haben deine YouTube- und Twitter-Dinge rausgesucht, weil Twitter sind mir auf YouTube, das musst du sein. Ich hab sie! Also, ich hab echt 2 Stunden jetzt hier gesessen und hab einfach nur geguckt, was du machst. Ich hab meinen Stream sogar ausfallen lassen dafür, weil ich dachte, dass es kürzer dauert. Lasst ein Like da, Digga. Das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Es war wirklich richtig, richtig lustig. Wir hätten es beide nicht gedacht, dass es so endet. Also wirklich lustiger geht's eigentlich gar nicht. Und stopp, bevor du wegklickst. Nein, nein, nein. Ich bin öfter live auf Twitch, @feuersteinlive. Da würde ich mich auf jeden Fall auch über ein Follow freuen. Und damit würde ich sagen, war's mit dem Video. Haut rein und ciao, ciao.